Ja, und da sind wir wieder bei unserem spannenden Weltraumabenteuer. Die Average? Engines at maximum. Testen wir doch gleich mal das. Stimmt, wir haben das noch gar nicht testen können, ne? Unser neues System, was wir jetzt haben mit den ganzen Raketen, den Pulse Turrets und so weiter. Beziehungsweise diesen Mining Laser. Interessant ist, dass das immer noch auf Very High steht. Ich frage mich, was ich dafür machen muss, dass das vom Schwierigkeitsgrad her einfacher wird. Vielleicht bleibt das auch einfach so und soll nur abschrecken. Wir können es mal ausprobieren. Mehr als zwei drauf gehen können wir ja nicht. Würde ich sagen, sollten wir mal machen. Das ist leichte Geklampfe im Hintergrund. Musiktechnisch ja schon irgendwie ein bisschen westernmäßiger angehaucht, ne? So countrymäßig, so Space Cowboy. Der hier in einer gesetzlosen Galaxie umherreist, wie früher in Amerika, und seinen Claim absteckt und versucht, aus nicht etwas zu machen. Ja, kein Ding, komm, lass gleich weg. I won't forget this. Damn. You can't. Target destroyed. Missiles inbound. So, da haben wir noch einen. Die haben ihn echt platt gemacht, ne? Hammerhart. Aufhalten. No. So. Übel. Missiles inbound. Deflectors defeated. Nichts ausgeflogen. Collision warning. That's got him. So. Da ist noch etliche. Ich würde sagen, wir rocken schon ganz gut. Moving to engage. Und vor allem durch diese zwei Laser, die wir da haben. Das sieht schon ganz gut ab, ne? Sehr schön. Ich muss leider haben wir die Mission verkackt. Welcher Spielclip? Hä? Ich hab gar keinen Spielclip hochgeladen. Sehr seltsam. So, wo ist die nächste Station? Gib. Dann füllen wir da mal alles auf. Ein bisschen eigentümlich, oder? Ja gut, okay, jetzt habe ich... Ja, ich hätte dieses Schiff beschützen müssen, aber das war jetzt irgendwie gerade nicht möglich. Egal. So eine verkackte Mine. Naja, dafür haben wir jetzt 40 Punkte bekommen, weil wir die Mine entdeckt haben. Yay. Und dieses Minenfeld. Egal. Alles nicht so wichtig, oder? Ja. Ach ja, mal gucken. Mich würde mal interessieren, ob es vielleicht mal... Also ich habe jetzt die Tage ja gesehen, dass Descent, ich weiß nicht, Descent ist damals in den 90ern ein Shooter gewesen. Da hatte man so eine Art kleines Raumschiff, mit dem man in Minenschächten in riesigen unterwegs war. Und praktisch
sich dann halt durch diese Rauschefähigkeit und frei bewegen konnte, überall rumfliegen halt, ne? War dann ein ganz anderes Gefühl von Kampf, als wenn man halt als Person in so einer Mine rumlatscht. War echt ganz cool gemacht. Recht schwierig. Wobei es ging noch im Vergleich zu anderen Spielen aus der Zeit. Also gegen nur die nicht. Okay, das ist nicht so dramatisch, hauptsächlich auf die anderen Schwarmraketen. Da habe ich nur gesehen, da gibt es jetzt ein Kickstarter-Projekt von denjenigen, oder, die halt dieses Spiel damals entwickelt haben. Halt das nochmal zu machen. Bloß ging es halt im dritten Teil. Es gibt schon zwei Stück. Das dann halt jetzt rauszubringen mit aktuellerer Grafik. Ich muss sagen, bei dem, was man so gesehen hat, es war jetzt grafisch nicht so umwerfend. Es sah spielerisch halt recht lustig aus. So wie damals auch. Das war halt einfach ein cooles Spiel. Wobei ich sagen möchte, ich wage zu bezweifeln, dass ein Spiel mit so gut wie null Story und einfach nur ich baller mich von A nach B durch und so, dass das halt heutzutage noch Bestand findet oder irgendwie eine Chance hat. Also für mich zumindest kann ich ganz klar sagen, eher nicht, nein. Also ich habe heute schon mehr Erwartungen als damals an Spiele. Ja, wobei so ein Duke Nukem von damals, ja, war schon cool, war aber auch definitiv geiler als Duke Nukem Forever. Ist so unterschiedlich, ne? Mal gucken. Man kann sich ja mal anschauen, falls es eine Demo gibt oder sowas davon. Und ich denke mal, das wird sowieso noch eine ganze Weile dauern. Aber naja. Da gab es andere Projekte, die hätten mich viel mehr interessiert, ne? Aber leider wird ja mal so manches immer eingestampft. Schade, sowas immer. Ja, zum Beispiel, wenn dann der Entwickler pleite geht, ja, und die Lizenzen aber nicht losgeworden ist, dann liegen die Lizenzen immer noch bei dem, Insolvenzverwalter oder denjenigen, der es danach übernommen hat, und wenn der aus den Lizenzen nichts macht, tja, machst du die A-Karte, dann kriegst du halt keine Fortsetzung, so nur so ein paar hammergeilen Spiele. Schade dann immer. We are approaching the coordinates. I am detecting larger craft with heavy ballistic weaponry. Red. So, was soll ich jetzt machen? Missiles inbound. Target destroyed. So. Deflector is depleted. So, okay, das muss ich plötzlich. Ordnance defeated. Enemy interference detected. Missiles inbound. Moving to engage. Wissen wir, wenn man damit nicht gut ist. Missiles inbound. The flag is to